Ja, ich bin ja nun die Abgeordnete hier aus dem Bereich des Landtages für Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica. Auch ich kann das nur unterstützen, denn es hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Also es geht nicht nur um Lärmschutz und solche Dinge, sondern es hat eine wirtschaftliche Bedeutung insofern. Bad Oeynhausen ist ja ein Gesundheitsstandort im Kreis Minden-Lübbecke, ein wichtiger Gesundheitsstandort. Und da die Trasse sehr nah an den Reha-Kliniken und am Herz- und Diabeteszentrum vorbeiläuft, an dem Kurgebiet und den Reha-Kliniken, bedeutet das natürlich auch, dass Bad Oeynhausen als Staatsbad, als Kurort gefährdet ist. Und damit zusammenhängt natürlich eine ganze Menge an Wirtschaftskraft, an Wirtschaftsleistung. Und dann müsste das Land letztendlich entscheiden, wenn es wirklich dazu kommt, dass solche Lärmaufkommen hier über 24 Stunden, 365 Tage vorbeirauschen, dass man wirklich überlegen muss, ob das Staatsbad nicht aberkannt werden müsste. Und das wäre eine Katastrophe. Das wäre für Bad Oeynhausen eine Katastrophe. Jawohl. Da muss man da haben. Da müssen die das auch vorbereiten. Und das wäre natürlich für eine andere, also für die ganze Region, für den ganzen Kreis eine Katastrophe. Und es kommt noch eins dazu, ich vertrete natürlich auch die Interessen der anderen Städte. Man muss gucken, inwieweit das auch Auswirkungen auf den Personenverkehr hat, denn es ist jetzt ein Engpass zwischen Hannover und Minden. Der würde dadurch beseitigt, wenn der alte Plan realisiert würde. Der würde auch wesentlich schneller realisiert werden, das haben wir ja schon gehört. Und man weiß nicht, welche Pläne dann entstehen, wenn Minden-Hannover nur noch zur Nebenstrecke sozusagen abgestuft wird. Das müsste man auch noch mitbedenken. Und für Minden hat es noch weitreichendere Konsequenzen, weil in Minden noch der neue Hafen gebaut werden soll. Und das hieße natürlich, wenn der Güterverkehr an Minden vorbeiführt, über Bad Oeynhausen, das hat wirtschaftliche Auswirkungen, die man heute noch gar nicht beschreiben kann. Und das wäre auch für Minden sozusagen eine Riesenkatastrophe. Ne? Also insofern, die ganze Region ist betroffen und deshalb finde ich es auch gut, dass parteiübergreifend so ein Konsens da ist. Der Kreistag hat auch eine Resolution dazu erlassen, die auch an den Bundesverkehrsminister schon gegangen ist. Und ich glaube, diese Proteste, die wir heute sozusagen auch mit der Öffentlichkeit organisieren, die müssen wir aufrechterhalten, die müssen wir weiterführen. Es darf heute nicht sozusagen ein einmaliges Aufleuchten sein, sondern das muss kontinuierlich weitergehen, dass wir uns immer weiter in Erinnerung bringen nach Berlin beim Bundesverkehrsminister, nicht, dass es verpufft. Also das wäre nochmal mein Appell an alle und wie gesagt, wir als Abgeordnete unterstützen natürlich alle gerne und sind selbstverständlich auch mit Herz und Seele dabei. Ja, vielen Dank.